Jetzt kommen wir mal endlich zu den Damen, zu den Weibchen. Ich bin wieder auf der Webseite hundefreundlichfürleben.org von dem Verein Hundefreundlich für Leben e.V. Klasse Verein. Bin ich jahrelang für Polen gefahren. Genau, zum Tierschutz. Heute haben wir die kleine, süße Mila, die zweite. Bisschen ängstlich. Knickohr. Oh Gott, danach kommt Bianca. So, die liebe Mila. Mischling, klein, ja, sehr klein. Geboren circa 2015, das heißt, ja, schon 9 Jahre alt, aber die werden alt, die kleinen. Die kleinen Süßen. Die kleine Mila kam am 14.07.21 Uhr. Ich war also schon 3 Jahre im Tierheim, zu uns ins Tierheim. Sie ist eine ängstliche Hündin, die den Kontakt mit uns Menschen möglichst vermeidet. Ja, wer weiß, was die arme Seele schon alles mitgemacht hat, Menschen. Durch die Gitterstäbe nimmt sie Leckereien aus der Hand, aber beim Betreten des Zwingers flüchtet sie in ihre Hütte. Wenn man sie etwas bedrängt, versucht sie zu fliehen, zeigt aber keinerlei Aggression, das ist schon mal gut. Öffnet man die Zwingertüre, rennt sie frei übers Gelände, versucht aber nicht zu fliehen, ist auch schon mal gut. Kann man wahrscheinlich schnell mit viel Liebe und Zuneigung in die richtige Richtung bringen. Ach, das ist auch in Deutschland, okay. Vielmehr sucht sie Schutz in ihrer Hütte, wenn ihr etwas Angst macht. Den Zwinger hat sie seit einiger Zeit mit einem Freund, der ebenfalls ein ängstlicher Hund ist. Mila ist noch nicht leinenführend, kann ich mir gut vorstellen. Aber ein schöner Hund, schön. Danke anonym für 40 Euro. Also, Mila. Schauen wir mal, Mila. Haben die eine Suche? Schöne Hunde aus dem Fuchs. Tiervermittlung. Unsere Hunde spenden. Vermittlungshunde. Wo haben die liebe Mila, ne, Speedy? Weiß ja, Speedy, kann die auch sein. Mal gucken. Polen, genau. Weiblich, genau. Jetzt heißt es Speedy. Knickohr, rechts. Ja, genau. Das ist die Mila. Jetzt heißt es Speedy. 35 cm, ängstlich, intelligent, sozialverträglich, sportlich. Herkunft Polen, genau. Die kleine Speedy kam am 14.07.21 in ein polnisches Tierheim. Genau. Das Große ist, findet keiner. Und das ja zum Beispiel begegnen mit fremden Menschen ist uns schlimm. Hier dockt sie uns an und sucht unsere Unterstützung. Klasse. Sie gewinnt immer mehr an Sicherheit. Super. Aber wird auch in Zukunft noch Hilfeleistung benötigen. Autofahren stellt für Speedy kein Problem dar. Speedy-Name ist umsonst wahrscheinlich. Daher suchen wir für Speedy verständnisvolle Menschen, die ihr Orientierung bieten und die kleine Hündin an die Pfote nehmen, wenn sie das braucht. Genau. Speed ist außerdem die Gesellschaft anderer Hunde enorm wichtig. Sehr gut. Also ein Zweit- und Dritt- und Vierthund. Sie spielt sehr gerne und findet auch Sicherheit bei ihren Artgenossen. Das ist sehr wichtig, wie man hier sieht. Schön ankuscheln. Toller, schöner Hund. Speed. So. Wir vermitteln sie daher ausschließlich in ihr Zuhause, in dem bereits mindestens ein Hund lebt. Ja, das ist aber eine feine Sache. Also, wer einen kleinen 35 cm Hund haben möchte, ich denke, der hat nicht mehr wie 7, 8 Kilo, vielleicht 9, der noch etwas ängstlich ist, aber viel lernt, sehr lieb ist, noch nicht ganz leinenführig, aber sehr gerne mit anderen Hunden zusammen ist. Als Zweit-, Dritt-, Vierthund kann ich gerne an die Fellgesichter in Not melden. Wir sitzen in Lotte. Lotte, keine Ahnung. 49, Osnabrück. Ah, so in Osnabrück. Okay. Ich verlinke die Webseite mit dem Link zu Speedy, die früher Mila hieß, Mila die Zweite. Unten in der Beschreibung.
Gerne auch mal die Webseite in Polen anschauen, hundefreundlichfürleben.org, von einem sehr, sehr guten Verein, kann ich nur 100% empfehlen. Genau. Liebe Speedy, frühe Mila, ich wünsche dir alles Gute. Du findest auch deine Familie. Es wird langsam Zeit, du bist seit 3 Jahren, fast genau, ein bisschen mehr als 3 Jahre im Tierheim. Okay, hier in Osnabrück bei Fellgesicht in Not hast du es bestimmt gut, aber ich denke, meine Familie wird richtig für dich sein. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.